So, wir sehen, in der zweiten Map, in der ersten Pistol Round, Valiance auf der T-Side. Bei A und vor B ist Hunter direkt mal von Zor erwischt worden. Mitte von Sandbags defensiv gehalten, währenddessen man jetzt zur zweiten A-Spot hält, zur zweiten Mitte und nur eine auf B. Und Nexa sieht schon mal Zen im Z. Na, sie haben das Smog, sie haben der Flash bei Imi. Nexa weiterhin in Richtung Z unterwegs, hofft da vielleicht noch auf einen sauberen Headshot, auf einen schnellen, direkten Trade. Und Zor nochmals vom B-Spot. Emi auf 70. Aha, droppt jetzt Mitte runter. Muss ich aufpassen, dass man da Sandbags. Checkt. Jawohl. So, hinten vom Quad aus, links, rechts. Jawohl, jetzt saubere USP-Headshots. Und die erste Runde geht erfolgreich nach Finnland, San Havo. Es gibt direkt das erste Timeout. Scheinbar ein technisches Timeout aus der Sicht von Havu. Damit müssen wir noch ein bisschen warten, bis es dann mit der zweiten Runde weitergeht. Ohne Baumteil natürlich kein extra Geld für Valiance. Wir haben auch schon mal ein Deagle Upgrade bei Espiranto. Was wir hier sehen. Dann gibt's erstmal von Ottont den ersten Deagle-Hit in Richtung A-Spot. So, auf den T-Rat. Aber kann natürlich Havo im Vorteil. Triple M4, Doppel SMG, pusht jetzt mal kurz aus der Tür raus. Wirft den ersten Blick in Richtung Spot. Und Nexa, Mitte, Booster, Slowy, den gespottet mit der USP. Und wieder Nexa, der close steht. Ja, Slowy müsste Bescheid wissen, dass da was an der Whitebox stehen kann, aber gibt die Info nicht weiter. Nexa bekannt, Slowy die UMP auf die Close Distance. Immerhin da sitzen jetzt die Trades, die Überzahl wieder hergestellt in 4 gegen 2. Hunter, Otto und CZ, Deagle Richtung Highway. Na, da gehen auf beiden Seiten die Shots erstmal nicht rein. Hunter raus, Otto und auf 80 mit noch einem Headshot, aber keinem zweiten mehr. Ja, und wenigstens die M4 konnten sie dadurch disablen. Nächste Pistol Eco Round bei Valiance. Nochmal eine Doppel-Giegel.
Zwei P250s, Emi mit der Glock, er pusht bitte mit einer Flash raus. Slowey ist nicht blind, im Zelt am Highway steht Zor mit der M4 dabei als Backup. Ah, es gibt die ersten beiden Trades für Valiance. Und auch eine erste M4 für Hunter, die er allerdings nicht einsetzen kann. Bombe ist down, droppt offensiv in den Highway runter. Und vielleicht ja Emi auf die Close Distance. Zwei schnelle Glock-Headshots. Z steht. Vor B steht. Der A-Spot eigentlich offen. Wenn sie die Bombe recovern können, wäre das perfekt. Zor schnappt sich Nexa und er weiß, die Bombe down am Highway. Emi ist bekannt. Und dann wird er jetzt gesandwiched. Aus der T-Garage und aus dem Z-Gang. 3-0 Havu. Also besser hätte es auf Cash gar nicht anfangen können. Map-Pick Valiance. Eine 85%ige Winrate. Und Havu zeigt Valiance direkt mal, wer hier der Mann im Haus ist. Slowey mit der ersten AWP im Booster. Schaut da mal. Emi muss aufpassen. Main offensiv. Ah, da stand man kurzzeitig in Main drin. Bricht das Ganze lieber ab. Tür ist bekannt. Main ist bekannt. Gibt eine Flash rein. Emi ist blind, aber Twixie hat den Fokus drauf. Und Esperanto kann einmal traden, was jetzt eine kleine Überzahl wird, auch wenn Nexa auf 12, Esperanto auf 50 sind. Noch hagelt Granaten rein in Main, Smoke, Nate. Trotzdem zieht sich Valiance erstmal zurück. Zwei Mann auf A, einer auf B, Zor. Dann nicht rüber geforst und das ist vielleicht das Glück für Havu, wenn Zor vom Headshot aus dem Spot aus noch ein bisschen Schaden machen kann. Molotov mit dem Checkers vielleicht mal rein, aber Hunter. Doppelte Überzahl jetzt. Mit drei Spielern angeschossen. Auf 50 und auf 12. Anton mit Full Life und der AWP. Und Slowey. So, müssen sich entscheiden. Risiko, kein Risiko. On Spot steht Esperanto. Und der macht einfach beide. Pusht B wieder durch. Zor mit dem ersten Deagle-Trade. Nexa. Ah, macht er beide. Und es ist nur noch die USP. Nur noch Slowey. Der hier ins einzige Fisch ist bekannt. Otton in der Mitte. Piekt nochmal nach. Versucht es ein bisschen durch die Wandkante. Und dann ist es Esperanto, der den letzten Shot endlich setzen kann. Valiance. Knapp vom Ausgleich. Ah, mit dem ersten Molotov in Richtung Garbage. Slowey steht close mit der MP9. Ja, wieder zwei vielleicht kleinere Defizite bei Havu in Form von den beiden SMGs und Esperanto. Ist sich nicht sicher, ob er da vielleicht was gesehen hat. Die Flash kommt rein, Esperanto ist blind. Slowey steht offensiv. Oh, schnappt sich irgendwie noch Esperanto. Und nimmt wenigstens eine Arc heraus. Nur eine UMP, die man in der MP9, die dabei drauf geht. Trixie, Main Offensiv. Yellow steht, um Tür abzudecken. Nexa noch defensiv an der Door. Und Hunter mit Ottont über die Mitte, über den Booster. Hier so ein bisschen die Frage, ob Havu das predicted. Wendt aufgeschossen. Na, eine erste Molotov rein. Nexa die Bombe gedroppt. Emi guckt mal Richtung Spot. Oh, und da steht man immer noch offensiv auf dem der kleinen Box drauf. Aber beide A-Entry sitzen. Hunter jetzt im Set, hält die Rotation ab. Und Zor
Als letzter Mann im 1 gegen 3. Auto wird gepiekt. Nächster mit dem schönen, schnellen Headshot. Und der 3-3-Ausgleich für The Lions. Nächste Pistol Eco, die ansteht. Yippie 250s, einmal Kevlar für Zen. Drei Smokes, eine Flash, eine CZ für Twixie und trotzdem Push für Lions einfach zusammen schnell Richtung B-Spot. Na, und da dodge ich natürlich perfekt diesen 5-Mann-A-Hold, den Harvo da versucht hat. Ich meine, die Idee ist nicht schlecht, mit 5-Mann auf die Close Distance mit Pistols zu stacken. Aber leider halt mit einer 50-50-Chance, ob Mitte, also ob A-Spot oder B-Spot am Ende eingespielt wird. Und klar, gegen die Rifles. Natürlich haben sie keine großen Chancen, ganz irgendwie zu gewinnen. Twixie sneakt sich nach unten in die CT-Smoke rein. Zen ist bekannt in Richtung Tür, Richtung Main, dass er da irgendwie zurückläuft. Da kommt man schon am Auto. Offensiv nachgepusht. Ja, dürfte den Step eigentlich gehört haben. Send der Mainbox. Müssen sie noch checken. Bombe geht hoch. Zeit ist um. Ja, und Zen sichert sich immerhin die P250 und Kevlar mit in die nächste Runde rein. Also ein minimales Geldersparnis für Zen. Aber die Byron muss sitzen. So, Glass Can up. Slowy. Mit der zweiten AWP in der Hand. Na, Harvo tut sich wieder so ein bisschen schwer nach dem eigentlich anfänglich guten Start. Da jetzt wieder konsequent die Runden zu holen. Zor muss aufpassen, wird gepusht, schnappt sich Hunter durch die Wand durch. Und Otton kann nur einen Trade setzen. Zen, schön in der Smoke oben gespottet. Nexa, Aspirante und dazu gegen 4 Unterzahl. Und dann nächster schon in Richtung Aspen unterwegs ist mit einer ersten Crossmog. Wird es da wohl oder übel auch hingehen bei The Lions. Nur der 4-4-Ausgleich. Gar nicht mal so abwegig aus der Sicht von Harvo. Ah, Nexa lässt sich Zeit. Muss warten, bis Espiranto in Main durch ist. Zen am Yellow, immer noch defensiv. Ach, es geht ja kein Offensivblick in Richtung Tür. Und dann ist es Slowy am Spot. Zen am Yellow. Und das hat Harvo wunderbar runtergespielt. Otot. Mit am Prefeiern. Auch für Lions investiert nochmal alles, was sie haben, auf der Bank rein. Immer noch 3-8, also gute Reserven in der Hinterhand. Aber Espirante wollte da eigentlich mit der rausgehen, wird aber schon nur gut durch die Smoke predicted. Und musste entsprechend abbrechen. Hunter. Oh, Twixie. Mit Pech. Gegen Nexa an der Tür. Molotov rein, forst Nexa zurück. Wir haben schon 3 Spieler, die unter 40 HP haben. 14 Bazaar, 28 Nexa, 37 Espiranto. Gibt den ersten Boost für Emi. Ja, 60 Sekunden auf der Uhr. The Lions versucht so ein bisschen die Mid-Control zu beanspruchen. Smoke liegt im Z, Molotov an der Whitebox. Und Emi droppt erstmal runter. Zen mit einer Mitte-Granate. Hat keinen weiteren Schaden gesetzt. Emi guckt nochmal Whitebox Z nach, ob er da vielleicht irgendwas erwischen kann. Zen Packs scheint sauber zu sein. Nur er braucht eine Flash in Richtung Whitebox, denn einfach so rumpicken kann er nicht. Emi raus, Hunter raus. Oh, und auch Nexa muss dran glauben. Espiranto, 40 HP, instant down durch Twixie. Und Otont hat 3 Spieler nach vor sich, die angeschossen sind. Aber die Zeit ist knapp. 15 Sekunden und die Möglichkeit,
Natürlich, die gibt ihm The Lions nicht. Havu setzt sich wieder erfolgreich in die Führungsposition. Dann gewinnen sie diese Runde auch noch gegen Valiance. Würde man sie wieder in die Pistol-Eco zwingen. Valiance, schnelle Main, schnell vorbei. Das Ganze wieder möglichst breit anspielen. Natürlich mit der AWP auf den ersten Shot hoffen. Nordhont mit der Bombe hinten in Main. Espirante riskiert den ersten Blick. Oh, und schnappt sich einfach so Twixie. So, defensiv. Die komplette Rotation kommt Richtung A-Spot. Und jetzt wäre es der Zeitpunkt für Valiance, um Richtung B zu schieben und einfach drauf zu committen. So, in der Smoke pusht hinten Tiere. Aber nächster Pass auf hinter der Smoke-Kante. Slowey on zu mit der AWP. Espiranto flasht sich rein. Slowey ist nicht mehr Step in den Schatten gespottet. Und Emi. Hunter. Oh, Slowey nochmal blind. Uiuiui. Also Valiance wirkt ein bisschen planlos auf der T-Side. Havu mit starken Defensivholds. Gerade die AWPs, die hier wahnsinnig viel Impact haben. Auf den Aspet, über Tür, über Main. Währenddessen Emi noch so ein bisschen aufpasst, dass da keiner von B der Mitte durchpusht. Die erste Defensiv-Smog in Main. Und man schiebt schon so langsam weg vom A-Spot. Aber jetzt kommt so, wird gedoppelt. Orton raus. Nexer mit Low HP. Hunter peakt Highway, sieht einen, sieht zwei. Wieder Slowy mit der AWP. Ein Espiranto. Oh, der Molotov hilft ihm, damit er so rausnehmen kann. Auto steht, Espiranto down in der 2 gegen 2. Machbar, ausspielbar. Aber nicht, wenn Emi auch hier die AK bekommt. Slow über den Highway mit 70 HP. Next immer noch auf 11 Health Points. Steht on spot. Mit Yellow. Slowy auf der Suche nach Infos. Hört die Steps on der Side. Oh, sneakt sich da durch die Smoke durch, dürfte Nexa eigentlich nicht gespottet haben. Aber das Timing könnte aktuell besser nicht sein. No Scope sitzt nicht und instant gedoppelt. Wird dafür bestraft. Slowy, dass er das Risiko mit dem No Scope eingeht. Kein weiterer Führungsausbau für Havu. Und die investieren natürlich nochmal alles, um hier die nächste Runde bei Valiance aufzuhalten. Eine AWP, Doppelpistol, Doppelump, also durchaus der Nachteil, was die Bewaffnung angeht. Dafür immer wenigstens Kevlar, viele Granaten, auch wenn es nicht für ein Kit gereicht hat. Und die erste AWP ist raus. Ah, Solo-B-Hold bei Zorn, nicht erfolgreich. Und deswegen müssen sie schieben. Schieben die Mitte über den Vent, Slowy geboostet worden, schnappt sich hinten Nexa drin. So, keine Chance gegen Hunter unten, frisst ein bisschen Granatenschaden. Aber der B-Spot ist offen. Emi hält die Mitte sauber. Jawohl, sieht einen, sieht zwei. So, ist raus. Und Twixie nickt sich dann nochmal Richtung Spots. Ah, holt sich Espiranto, holt sich Hunter. Das könnte noch knapp werden. Twixie nimmt sich erstmal die AK. Und hat damit jetzt durchaus Chancen, ein 1 gegen 2 Klatsch auf die Beine zu stellen. Mit dem Molotov auf dem A-Spot, schiebt also rüber. Otton am Yellow, Emi on Spot, beide mit Rifles, ohne AWP. Ja, der bekommt da die Order, vielleicht die AWP zu sichern.
Denn alles andere wäre mit $0 auf der Bank sehr, sehr riskant. Richtung B drauf. Und wieder gab es einen kleinen A-Stack. Trixie zu spät und der Deagle auf die Close Distance. Wenigstens der erste Hatcher gegen Hunter setzt. Hagelgranaten, Flashes Richtung CT Rotation ist da. Kommt von hinten vom T-Spawn als auch vom CT. Oh, und Slowey schnappt sich den zweiten Hatcher. Doppelte Überzahl für Havu. Und das mit Pistols. Zor schnappt sich die Orb und das könnte gefährlich werden. Doppel-AWP für Zor, für Slowey. Erster ist raus. Zen pusht nochmal nach. Zor unten aus dem Vent durch, keine Glück gehabt. Und Nexa, man weiß Bescheid. Immerhin drei Frags in der Pistol Ecorons. Also durchaus worth it. Ich muss die Baron setzen, sonst wäre es die achte Runde. Lassen sich Zeit. Reliance. Erstmal langsam rantasten. Trixie oben geboostet. Na, hört die ersten Steps, die ersten Granaten auf dem A-Spot. Doppel-Molotov raus, dann weiß Main noch eine AWP. Gibt mal eine Flash rein, was noch ein paar Sekunden kostet bei Valiance. Und Emi hat einen guten Riecher. Erster Entry sitzt, oben Box down. Gibt eine Flash Richtung Spot. Slowey bekannt, runter 50, aber hinter der Zen als Backup. Und bislang schaffen sie es nicht raus Richtung Spot. Zen! Ah, musste die Schüsse einzeln abgeben, weil die M4 fast leer war. So, allein gelassen. 1 gegen 3 Unterzahl. Versucht's Richtung Spot gegen Nexa. Hat aber leider keine Chance. Investieren nochmal. Klar, letzte Runde der ersten Halbzeit. Nur viel ist es nicht. Eine Scout. Und SMGs. Keine Rifles. Will ich direkt ein herber Nachteil für Havu. Gegen die Full Round von Reliance selbst. Gibt ein paar erste Granaten rein. Emi, close Mitte Z. Steht Slowey defensiv. Oh, erwischt da Zor offensiv auf dem A-Spot. Emi, aber kein zweiter. Jetzt pushen sie einfach rein, hoffen auf die Overrotation auf dem B-Spot. Headshot steht. Oh, Zen mit der MP9.
Aber da reicht's eben nur für Hunter. Und Slowey mit 7 HP. Gibt erstmal ein AK-Upgrade. Könnte man bereits gehört haben bei Valiance. CT steht offensiv. Orton hört den Step in Richtung Heaven. Nicht Richtung Spot. Macht keinen Damage. Und Slowey vergeblich auf der Suche nach Infos. Bekommt keine! Und dann kommt Nexa. Dreist unterm Wind an der Box mit dem Peak. 3 Runden Advantage für Valiance. Nach der ersten Hälfte auf Cash. Insgesamt eine sehr, sehr turbulente erste Halbzeit. Wir sehen jeweils 3 Runden am Stück für Havu, 6 insgesamt und dann einmal 4, einmal 5 für Valiance. Also beide Seiten mit ein paar Runden Momentum, die man da hatte. Also, zweite Halbzeit startet. Valiance jetzt auf der City-Side. Havu mit der Aufklärung zu legen. Liegt direkt die Doppel-Smoke, die Triple-Flash, eine P250 für Zor. Und auch Valiance mit nur 3x Kevlar, Smoke, Molotov-Flash und einem Kit bei Nexa. Und sie pushen einfach Mitte raus. Oh, da sind 4 Mann auf dem A-Spot drauf. Wenn das mal nicht der Fehler ist der Runde für Valiance und ihnen die 10. kostet. Nexa hört viele, viele Steps auf den B-Spots. Ah, Futter blind durch die Smoke zu schießen. Noch crossen sich hinten zu dritt mit 3 Mann drin. Mitte noch gedeckt. Zen im Vent hört den Step close auf dem Dach. Oh, Tont hat Glück. Und Zen verrät sich jetzt. Twixie. Unten close, under heaven. Oh, gedoppelt, getrippelt, aber Twixie mit 3. Huiuiui. Da hat sich Valiance ein bisschen verkalkuliert. Pusht einfach Richtung Asport raus. Gegen die Anti-Eco von Valiance bislang kein großes Problem. Doppelte Überzahl. Nur noch Nexa mit Deagle, Kevlar, Helm und der Smoke. Ich glaube, der wird nicht mehr viel riskieren. Denn klar, nimmt man alles mit, was man irgendwie durchbringen kann. Hört die Steps close am Vent. Nexa. Oh, was Slowey. Mit einem blitzschnellen Headshot.
Nächste Pistole Eco. Aspirant hat Deagle. Wir sehen den 5-mal B-Stack von Alliance. Und Tavo, den perfekten Riecher. Einfach schnell Richtung A raus mit Granaten. Liegen zwar viele Smogs und Molotovs und Flashes liegen rein. Natürlich, um hier die Sicherheit zu gewährleisten. Aber große Risiken gab's da nicht mit dem Bombplant auf dem A-Spot. Alliance. Na, muss den 9-9 Ausgleich also erstmal hinnehmen. Und die Frage, ob sie vielleicht noch was mitnehmen können. Vielleicht noch sich eine AK schnappen können von Twixie, Zen oder Zorn. Espiranto. Oh, ist erstmal nicht gespottet worden. Lässt sich Zeit. Schnappt sich jetzt Lowy. Instant Trade durch Twixie. Und für den Rest der Spieler steht Reliance einfach viel zu weit von entfernt. Erste Byron Valiance, die muss aufgehen jetzt. Ja, mit dem Smoke liegt nicht ganz perfekt. Da könnte man rechts vielleicht vorbeischauen. Espiranto blind, der aber von Sorge spottet. Der brennt kurz an, aber viel Schaden ist es nicht, man traden kann. Jetzt erst Ortons. Der VB sich Slowy schnappt. Und Trixie blind in Main, pre-fired, perfekt rein gegen Hunter, der einfach mal reinpieken wollte. Emi smockt sich Highway, ja, gerade so ab, versucht mit einem kleinen Info-Jump in Richtung Main. Sneakt sich nicht im Yellow, da steht Zen. Und wieder scheint Tavo in der zweiten Hälfte so ein bisschen dominanter zu sein. Oder Valiance aktuell nicht wirklich viel ausrichten kann. Nexa mit der AWP in einem einzigen 3-Waffen-Safe. Mitte steht, Auto steht, Nexa zum ersten. Nexa muss aufpassen, overpeaked. Hat er nicht mit seinen gerechnet, schon close steht. Erstmal abwarten. Nichts überstürzen. Wir wissen, dass Valiance Pistols hat. Gerade ein paar Deagles, die sich ja schon gezeigt haben. Natürlich, da möchte ich da haben und nicht einfach drauf gehen für Long Distance. Triple Deagle, eine CZ957 mit Firma Kevlar, einer Flash noch bei Emi. Tavu mit 60 Sekunden. Mitte gibt's eine Flash, eine Molotov Richtung Garbage. Vent, ah, ist frei dafür. Z und Highway gespottet an der Whitebox. Also ein paar erste wichtige Infos, die er bekommen hat. Pusht jetzt über den Vent auf den B-Split. Und da stehen sie zu zweit. Oh, offensiv Espiranto erwischt worden. Otto und Dusch natürlich einfach geprefired worden. Und der Baumplant ist durch. Und die Rive, die Pistols. Plus Capture sichert man sich. Auch wenn es nur ein minimales Geldersparnis ist. Oh, wir sehen Twixie mit 24 zu Stehensets. So, mit 5-13. Cash wohl nicht ganz seine Map. Unglücklich, dass Emi da die AK nicht mitnehmen kann in die nächste Runde. Und so müssen das 2 Runden Advantage für Havo.
Ja, Slowey, probiert den Mitte Warbang Richtung Z. Nicht so, C2 und Spade Espiranto und Tantani dann wieder direkt das Defense. Zor weiß, Checker steht. Alle Molotov close hier unten drunter, Next aber schon weg. Doppelmitte, halten B mit einem Mann. Müssen jetzt ebenfalls im Fokus wieder ein bisschen Richtung A-Spot liegen, denn da pusht man jetzt einfach rein bei Havu. Schnell geht's mit dreimal über Main Richtung Spot, hinten an der Wand. Emi mit der M4 muss aufpassen. On-Spot laufen, sie kann es erstmal schön umlaufen. Richtung Spot schauen, sieht einen, sieht zwei. Jawohl, schnappt sich jetzt so. Und die Granate für den Default-Planter. Aber die Granatenschaden. Schaden hält sich ja halt leider erstmal in Grenzen. Emi auf 22, nächster mit Full Life. Und Havu gewinnt die Runde am Ende doch noch. Well 1 in der Bredouille. Drei Runden liegen sie hinten. Drei Runden Defizit. Weder die Pistol-Rounds noch die Bar-Rounds bei Well 1 scheinen da irgendwas dran zu ändern, dass man hier weiterhin Runden einbüßt. Bislang alle sechs Runden auf der T-Side für Havu. Ah, die ersten zwei Entries sitzen, der dritte ebenfalls. Die Deagle ist raus bei Espiranto, Slowey deckt Z und Ottons. Tja, was macht Ottons? Nichts. Nichts kann Ottons mehr machen. Doppel-AWP, Espiranto, Ottons. Vielleicht geht das ja endlich auf. Man braucht dringend den ersten Erfolg auf der eigenen CT. Wir haben hier 9 Runden gehabt auf der T-Side. Und die Idee scheint jetzt auch irgendwie nicht groß ins Gewicht zu fallen. Nexa. Erster Vorteil. Slowey versucht zu traden, 2 AP angeschossen, muss aufpassen, kann den Granatenschaden gerade so dodgen. Mitte. Da wird erst spät angespielt von Havu. Espiranto blind. Hofft da vielleicht so ein bisschen, sofern die Smoke fade, dann in erst schnellen Shot zu setzen. Slowey mit der ersten hohen Flash Richtung A-Spot. Schaut Richtung Spot, aber Hunter stand close am Yellow. Zweimal Überzahl. Endlich für Well 1, die jetzt Hunter nochmal um einen Zähler weiter erhöht. So und Zen. Ja, vielleicht sich nochmal raus. Ich meine, der Baumplan ist durch. So, muss aufpassen, sieht der Shit close. Ottond blitzschnell mit der Orb und Zen ist eigentlich viel zu weit entfernt, dass er dann den Fuse irgendwie aufhalten könnte. Runter auf 30 und er weiß, okay, der Drops ist gelutscht. Und endlich gibt's den ersten Erfolg. Den lang ersehnten ersten Erfolg für Well 1 auf der Cash City Side.
jetzt nur anknüpfen. Man muss nur dranbleiben. Oh, der erste Schaden kann sich sehen lassen. Hunter auf 50, Mitte close. Booster ist gesmoked. Oh, stellt sich da unten close rein und Twixie muss aufpassen. Denn Hunter macht noch einen Bombe down. Oh, das ist der Worst Case. Bislang noch kein einziger Trade für Havu. Molotov Richtung Garbage geworfen, der ist aber lange weg. So, auf dem A-Spot, die Shots gehen einfach nicht rein. Und es ist wieder nur noch ein einziger 4 für So, der runter ist auf 50. Ihr habt wenigstens Esperanto, Hunter. 8 HP für ein 1 gegen 2. Oh, Mitte pusht hinten B-Spawn durch, im B-Connector steht man drin und So. Ah, hat den Fokus drauf. Läuft erstmal erfolgreich in Richtung Main und da steht auch Ottont offensiv mit der AWP. Ottont den Fokus, aber Richtung A-Spot. Oh, das ist bitter, Zor! Und er bekommt einen 1 gegen 1 gegen Nexa. Wie bitter ist das denn? Ottont, kein Fokus Richtung Main gehabt. Und das, obwohl er wusste, dass er in der Mitte 2 Fracks gemacht hat. Tja, bitter, bitter. Nach der Einrunde ist erstmal Schluss für Valiance. Hunter, Emi, Letney, Rifles, SMGs, Doppel-Deagle für Nexa, Esperanto, Main steht close, Emi mit einer ersten Offensivgranate, die macht guten Schaden gegen Zor. Den nächsten Molotov rein, aber da ist Havu schon längst weg aus Main. Versuchen's mit dem Booster. Mitte einnehmen. Garbage ist frei. Ottont abgesmoked. Sieht erstmal nichts. Da natürlich hat Slowly ein Auge drauf, in Richtung Whitebox, Richtung Z. Gibt eine erste Highway Flash, aber noch keine Infos. Ah, die Z-Smoke dürfte langsam faden. Und bekommt auch Ottont gleich einen Blick in Richtung. Und diese dritt vorm Vent. Zu dritt unterm Vent. Und das sich hat Ottont dann nicht im Blick. Vent offen, sie droppen runter. Nexa hört die Steps hinten, die Deagle. Ah, muss dann Headshot ziehen. Ottont bleibt oben einfach stehen. Es ist ein 2 gegen 4, 2 gegen 5. Esperanto, Hunter. Man läuft wenigstens so in Hunter's Spraydown rein. Esperanto pusht Heaven raus, aber auch hier gibt's keine Deagle Headshots. Tja, 9 gegen 4 und Hunter muss die Waffe durchbringen, aber hat keinen Fokus Richtung Ort und da kommt ebenfalls schon Sam in der Backstep. Hört die Schüsse im Checkers, schaut Richtung Whitebox. Und die 80%ige Winrate auf Cash scheint bei Valiance nicht so ganz gefruchtet zu haben. 25 bei Twixie, 21. Nächsten. Fünf Map Points für Havu. Fünf Map Points, um den 1 gegen 1 Ausgleich zu holen. Mitte. Smoke. Offensiv. So, guckt Richtung Z. Ah, später schon mal viele Schuss rein. Der Schaden hält sich auf beiden Seiten sehr in Grenzen. Klar, Hunter, Ottont, die beiden müssen abliefern. Die beiden müssen delivern. Mitte steht close, währenddessen man zur zweiten A und B-Spot hält.
Valiant mit vier Mann Richtung A-Spot über Main über Tür. Hunter geboostet hinten auf die Box hinter Red Container. Hofft da vielleicht den Main einen ersten Kopf zu erblicken. Slowy. Oh, den Fokus drauf Richtung Spot, aber Hunter duckt sich erfolgreich. Also bislang noch keine großen Infos. Jetzt gibt's Granaten raus. So, push durch Richtung Spot. Hunter bekommt noch keine Vision. Da droppt da auf die Box wieder runter. Hunter von oben. Oh, der Space sitzt nicht. Den muss er haben. Otot, Nexa. Ein 1 gegen 3. Und das scheint's gewesen zu sein. 5 HP bei Zen. Bombe tickt. Nexa hat noch Full Life. Hat noch eine Smoke in der Hand. Könnte sich vielleicht Main wegsmoken. Nur da steht Zor mit der AWP. Nexa ist bekannt, ein 1 gegen 3. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Versucht's da vergeblich. Anti-Smoke up, wird geprefired. Nexa mit guten Schaden. Nur die Zeit rennt. Die Bombe tickt und tickt und tickt. Und viel Schuss da nicht mehr. 7 Schuss im Magazin. Oh, schießt da einiges in die Smoke rein. Versucht ihn zu knifen, reicht nicht. 1-1 Ausgleich.